Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ausnahmsweise bin ich jetzt hier am Zuge mit Aufnahme, weil es den beiden wirklich dreckig geht. Also ich hoffe, wenn die Folge rauskommt, geht es ihm dann wieder etwas besser. Das hoffen wir alle, dann kann er wieder aufnehmen. Genau. Und wir haben gesagt in der letzten Folge, dass wir hier nach den beiden Höhlen bei dem Weiher da suchen. Derweil ist da auch schon heftig am Fische, Recherche machen. Recherche, oder was, wie? Recherchieren. Dass wir hier, ja, etwas Nützliches haben. Wegen den Maps, wenn wir der Gänseweiher finden, aber ich glaube, ich weiß, wo der ist. Das ist ein eingeborenes Dorf und ich habe Low Energy. Das nütze ich jetzt gleich mal aus. So, und Hunger habe ich nämlich auch. Aber kein Material zum Feuer aufbauen. Soll ich mal einen großen Bogen ins eingeborene Dorf machen, weil das sind wir ja letztes Mal verreckt. Ja, da bin ich verreckt, genau. Ja, in der letzten Folge. Vorletzte. Was vorletzte? Okay, gut. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier. Genau. Die zwei Eingeborenen haben wir auch schon auf dem Gewissen. Sieht gut aus. So, der Entenweiher sollte da hinter dem Hügel sein, so wie ich das in Erinnerung habe. Ich bin aber nicht zu 100% sicher. Also, es könnte sein, dass wir da ein bisschen suchen müssen, wo der ist. Was schaust denn du? Ach nee! Ach nee, Weidel! Ach du Scheiße! Ja, bestell das Zeug. Also, um das zu beschreiben, der Weidel ist gerade auf Amazon und hat jetzt irgendwas eingegeben in Google und da kommt so ein Porno. Wie hieß der? Nations. Descents and Destructions. Und da sieht man wirklich einen nackten Arsch mit einem Hakenkreuz hinten drauf. Also, es. Ja. Also, ist nicht nackig, okay. Aber ich glaube schon, dass es ein Porno ist, so wie ich das sehe. Und ich laufe in eine Wand rein, okay, gut. Und der Weiher ist ja hier irgendwo, also hier oben, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Und es pisst, es ist ein Pisswetter die ganze Zeit. Schaust du dir da für Sachen an? Story of White Coat, okay. Hast es wieder mal nötig, Weidel. Das ist wieder mal nötig. Ja, und da bist du auf eine Pornoseite gelandet. Das sind Videos, die man bestellen kann, sorry. Ja, es. Also, hier oben sollte die eine Höhle sein. Bei der Entenweihe, da ist er da beim Styx. Der ist ja hier beim. Irgendwo beim Eingeborenen. Dorf ist. Oh, es ist stockdunkel, ich sehe gar nichts, ey. Feuerchen. So, jetzt sehe ich wieder was. Also, ah ja, genau. Hier oben war der Entenweiher. Hier irgendwo. Bei den großen Steinen. Marigold. Ah ne, das war ein Pilz. Hoffe, das war kein giftiger. Ja. Alter, wo war denn das? Ich sehe hier gar nichts. Ja, you're cold and wet. Ja, da kannst du kleine Fackeln bauen. Ja, also. Das war ein Stick und ein Cloud. Remove. Wo war denn die jetzt? Hier war sie. Genau. Ja, viel bringt sie auch nicht. Jetzt sehe ich noch weniger als mit dem Feuerzeug. Ohne Scheiß. Sehe ich gar nichts mehr. Weg mit der Fackel. Ah, Block. Das Ding kann man auch. Schlagen kann man auch mit der.
Wo war denn die scheiß Höhle hier? Geht's hier bergunter? Ja. Wo war denn die Höhle hier? Warte, vielleicht sehe ich mit einer Flare mehr. Brauchen wir eigentlich nicht. Alter! Jetzt geht's aber ab hier. Kann ich mit der hauen? Ja, die kann ich schmeißen. Ja, super. Also hier war der Entenweiher, glaube ich. Jetzt sehe ich hier mal ein bisschen mehr in der Umgebung hier. Och, verfluchte Mist, ey. Wo war denn das hier? Da bin ich mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Eingeborene sehen wir hier auch nicht. Hast du einen Timer gestellt? Hast du gestellt, okay, gut. Luigi! Rüstung kann man immer gebrauchen. Scheiß Fliege hier. Wieder auf meinen Arm. So. Aber hier müsste doch irgendwo eine Höhle sein. Magst du dich nicht mehr erinnern? Da ist keine. Da ist keine? Verfluchter Mist. Wow, der Sternenhimmel. Schau dir das mal an, wie wunderschön das aussieht. So ein Mist aber auch. Ah, na gut. Na gut. Doch, hier müsste das sein. Irgendwo hier. Hier müsste so ein Weiher sein. In so eine Höhle. Ich weiß. Ja, wenn du dort hinten den Berg runter gehst, ist ein Weiher. Ja, eben. Hier, oder? Was ist denn hier? Temperatur? 14 Grad und du frierst schon. Ach du Scheiße, bist du ein Weichei. Dann machen wir Feuer an hier. So. Hier liegen auch ein paar Sticks rum und er hat Hunger. Ich glaube, ich mach mir ein Shelter. Wenn du Hunger hast, für was brauchst du ein Shelter? Ja, stimmt, oder ein Feuer. Gut, also mache ich mal Feuerchen. Feuer. So ein kleines. Ja gut, bauen wir mal hier hin. So. Leaves, wie viel haben wir? Ein Leaf, verdammt. Bringt mir sehr viel. Guck. Aber eben, wir können ja auch hier übernachten. Ja, machen wir gleich so. Wie viel brauche ich dafür? 26 Leaves! Alter, der spinnt doch. 14 Logs. So, eat. Jetzt haben wir wenigstens wieder was. So. Gott, bleib doch hier! So. Okay. Wenn ich den Fälle, kommen sicher auch Leaves raus. So. Wir bauen uns hier schnell ein bisschen ein Lager auf, damit wir mal speichern und übernachten können. Wir hier in der Nacht rumzulaufen, das bringt ehrlich gesagt wirklich gar nichts. Ich hoffe einfach, ich bin gerade in so einer Route von den Eingeborenen, weil auf eine Survival-Schlacht habe ich keinen Bock jetzt. So. So. In die Leaves her. Sticks. Sticks. Gut. Sticks haben wir genug. Jetzt brauchen wir nur noch Leaves. Leaves. Die nehme ich automatisch auf, oder? Gut. 24 Leaves brauchen wir noch. Ja, nee, nicht ins Feuer schmeißen, du Idiot. Verdammt.
Stand, wo kriege ich einen Leaves her? Wenn ich von hier, von wo dann? Hier vielleicht? Nochmal zwei Leaves. Elf haben wir jetzt, okay. Hier oben sind auch noch. Komm, schlag doch mal zu. So, hier auch. 14. Ich musste noch nie Blätter suchen, wirklich. Also, ich glaube, der letzte Stand, bei dem ich mal geguckt habe, hatte ich 530 Leaves oder so. Vor allem muss man nageln, hämmern, wenn man Leaves zusammenbaut. Finde ich auch sehr logisch, ehrlich gesagt. So, also. Leaves. Gut, noch vier Leaves. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich dir schon gesagt, dass ich hier Gänsehaut krieg? Irgendwie? Warum ist dir kalt oder was? Nee, hier Survival. So. Glaubst du, das ist das erste Horrorspiel, das ich hier gespielt habe hier? Sag mal, du bist ein Weichpiddy. Wieso? Ich ein Weichpaddy. So, 7 von 7 Leaves, sehr gut. Hier das Lager wieder finden hier. Ah, hier, so. Hier leuchtet's hell. Also. So. Ah, jetzt kann man hier auch speichern. Okay, speicher mal. Und dann gehen wir mal pennen. So. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Scheiße, ich hör's schon. Ich hör's schon, wo? Na, warte dich. Krieg ich hier. So, auch ein zweiter noch. Ja, wurde gefixt, alles klar, wurde gefixt. Wurde gefixt, ihr könnt mich mal mit gefixt, ey. Scheiß Idioten. Komm her. Wo sind sie? Wo sind sie? Kommt her. Sind sie jetzt wieder hin? Na, hier oben. Ich schmeiß meine Flare, damit ich die besser sehe. Komm, Flare schmeißen. Na, jetzt geht's. So. Damit ich die besser sehe. Ja, jetzt. Ja, brüll rum, du Mistvieh. Du weißt, was das heißt, wenn er abbrüllt, ne? Ja, dass er mich angreift, aber ich sehe es eben nicht. Er ruft seine Kollegen. Ja. Ja, Mist! Du elender Mistkerl, wo bist du? Wo bist du? Hier unten. Hoshi, hallo! Hier bin ich. Würdest du mal nach Hause kommen, wenn ich... Also, Hacken. Zerhacken. Hack, 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 hack. Gut. Der nächste. Wo ist der nächste? War doch noch ein zweiter. Er ist wahrscheinlich abgehauen. Na toll. Gut. Z. Schlafen. Schlafen. Oh, begreift das wieder nie. Schlafen, habe ich gesagt. Jetzt wollen wir gleich sehen, ob wir Glück haben. Jawohl, die sind weg. Sehr gut. Also, jetzt ist morgen, aber immer noch so das Scheißwetter hier. Und halt, ja, klar. Ist immer noch Nacht? Ja, klar ist noch Nacht. So ein Scheiß. Wo ist mein Lager wieder hin? Wo ist mein Lager wieder? Ah, hier. Wieso ist immer noch Nacht? Die Hoshis sind doch weg. Ich höre sie doch nie mehr. Die sitzen bestimmt im Baum. Ja, aber jetzt ist Tag. Das war ganz komisch. Gut, also. Und es pisst wieder mal. Sehr schön. Also jetzt, wohin gehen wir? Eben, wo war der Weiher? Hier runter, hast du gesagt. Oder? Der war hier unten. Genau, sehr gut. Jetzt war das doch irgendwo... Ja, klar. Na toll. Das war mir klar. Das ist ein neues Dorf. Ist da jemand drin?
Ein rollender Kopf. Ja, du Pflanze! Das ist ein neues Dorf, das kenne ich ja gar nicht. Wo soll denn die Höhle sein? Müsste die Höhle eigentlich irgendwo hier sein? Ist da jemand zu Hause? Ja, da steht ja einer. Da stehen zwei. Schaffe ich die zwei? Ja, habe ich. Die schaffe ich locker. Warte mal. So. Probier mal, ob die auch brennen. Die brennen sicher. So. Hallöchen. Geronimo! Geronimo! Kommt her! Brennt! Brennt, ihr Scheißidioten! Brennt! 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 Der schlägt nie richtig mit dem Scheiß. Ja, renn weg! Renn weg! Komm! Stell dich! Jetzt brennt er. Aber die Waffe macht keinen Damage. Das ist scheiße. Ich bin am Blocken. Okay. Komm, nimm, nimm, nimm. So, jetzt. Na toll, er haut den Busch rein. Die Musik ist so laut, ey. Das. Oh, fuck. Ich höre gerade gar nichts mehr. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Na komm. Der ist der unsterblich oder was? Verreck doch mal. Ja, danke schön. Alter, die Musik, ey. Das ist. Ich verstehe dich nicht, Weidel. Sorry. Ich muss schon aus dem Dorf raus. Warte, die hier, die Horsche hier. Habe ich noch Medizin? Jawohl, ich habe noch Medizin. So. Also, Rüstung habe ich aber keine mehr. All die alte hier. So. Komm zurück, komm zurück. Hallo, Schatzi, komm mal knutschen. So. Siehst du wieder die Haare? Jetzt hast du wieder die Haare gewechselt. So, also. Ja, ich war beim Friseur, ja. Alter! Was soll denn die Scheiße? Fuck off! Alter, hast du das gesehen? Alter, wie viele sind denn da gespawnt? Alter, Verwalter! Spinnen die denn? Wie viele waren das? 10? Alter! Oh, toll, die laufen mir nach. Alter, was war denn das? Die sind alle da gespawnt. Mal geht's denen noch? Junge, Junge, Junge. Soll ich wieder zurück? Das reizt mich irgendwie. Na, komm, zuerst mal ein paar Lurche mitnehmen und dann... Da noch, Lurche. Eingeborene ausrotten hier. So. Und haben wir eigentlich genug... Hätten wir genug Monotovs? Wie viele Claws haben wir? 3. Also mal 3 Monotovs bauen. Jawohl. Remove. Remove. Ich baue mal einfach mal Waffen auf Vorrat jetzt. Oh ne, ich höre sie schon wieder. Ich höre sie schon. Autsch. Oh, du blöde Fotze. Oh, du Mistvieh, du. Aber kein Plink-Ploing, kein Plink-Ploing, nur Schritte. Ja, hab ich dir auch klar. Ja. So. Schnell ein bisschen auf Vorrat bauen, hier. So. Medizin. Jawohl. Medizin, haben wir noch 1. Tabletten fressen. Und Lurche holen. Lurch! Nee, hier ist Map-Ende. Elektroschrott. Aber hier war Map-Ende. Das hätte dann da gestanden. Ja, Blinkbloing. Komm, du Mistvieh, komm. Komm, put, 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 put. Ja, toll. Schlag mich zuerst, Alter. So. Kann ich jetzt mal bitte in Ruhe Rüstung sammeln, Mann? Ihr elenden Kackbratzen. Rüstung.
Junge, 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 Junge. Was läuft denn hier wieder falsch, ey? So. Rüstung, 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 Rüstung. Rüstung. Lizards ohne Ende, aber keine. Hasen ohne Ende, aber keine Rüstung. Wir wollten ja eigentlich in dieser Folge in der Höhle, aber ich glaube, daraus wird nichts. So, ich werde mal ein paar andere Folgen von ein paar Let's Playern anschauen, die in die Höhle gegangen sind. Und ich will wissen, wo die. Wo die. Wo die. Mann! Klingplein. Klingplein. Blink, blink. Blink, blink. Ich werde dir gleich auf den Kopf springen. Nee. Was meinst du, wollen wir mal wieder nach Hause? Ich glaube schon, ne? Mhm. Ein bisschen Rüstung auf dem Weg aufsammeln. Vollidioten Einwohner, ey, das gibt es doch gar nicht. Eigentlich hätte ich jetzt größten Bock, einfach das Dorf zu stürmen und da Palisaden rumzubauen. Weißt du was, das mache ich auch. Wo war das Dorf? Nee, ich gehe zuerst wieder speichern. Mir ist das zu blöd. Irgendein, in der nächsten Folge werden wir auch mal Blueprints setzen und so. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also von der AKI, von den Eingeborenen merke ich jetzt im Moment nichts. Sie sind immer noch gleich dumm und schreien immer noch gleich dumm rum. Low Energy, Hunger, naja, alles ein bisschen. Ne? So, ein bisschen zurücklaufen. Hier ist das Flugzeug auch wieder. Noch ein paar Kaffeechen aufmachen. Keine Köfferchen mehr? Okay, gut. Kannst du deinen nehmen? Mein Koffer? Dein Köfferchen. Deine Handtasche. Ich hab doch keine Handtasche. Logisch, immer wenn du dein Kleid anziehst, hast du deine Handtasche dabei. Mhm. So sehe ich aus. Also jetzt müssen wir uns entscheiden, weil jetzt müssen wir uns entscheiden, weil wollen wir nächstes Mal, also wenn du nächstes Mal, wenn es dir wieder besser geht, oder sonst ich, wollen wir gleich das Eingeborenendorf umzäunen oder wollen wir erstmal uns ein festes Lager aufbauen und die ganze Scheiße halt nochmal machen? Nein, wir zäunen das Lager ein. Wir zäunen das Lager ein, sehr gut. Dann, wenn du mal Lust und Zeit hast, kannst du ja in der Aufnahmepause ein bisschen Lochholder schon hinbauen. Das hat nichts mit Lust und Zeit zu tun. Wieso nicht? Weil wenn ich krank zu Hause liege, dann habe ich viel Zeit. Also dann hättest du Lust, das von letztes Mal. Das hat nichts mit Lust zu tun. Gut, dann hast du Zeit. Das hat auch nichts mit Zeit zu tun, habe ich gerade erklärt. Gut, dann machst du es einfach, oder was? So, also, und wir gehen mal schlafen und verabschieden uns für heute, für diese Folge, mit einem schönen Sonnenauf-Untergang. Untergang war es, genau. So, ja, und es ist Nacht und wir gehen jetzt auch. Also, ich wünsche euch und gute Besserung, Weibel. Merci, ciao. Ciao, ciao, ciao.